Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Ja, ich sitze hier gerade bei mir auf dem Balkon, nutze den vielleicht letzten schönen Tag hier im Jahr dazu, dass ich hier auch mal auf meinem Balkon ein Video aufnehmen kann. Ich habe gerade schon eine Videoantwort für den Markus vom Kanal Robert Craven abgedreht. Der hatte sich gewünscht, dass wir ihm ein Holzmesser schnitzen. Hier mein etwas stümperhafter Versuch. Und das Ganze habe ich gemacht mit dem Chris Reef Umnum Saan, das mir freundlicherweise vom Stefan 123321 zur Verfügung gestellt worden ist. Er meinte, ich sollte doch auch mal Gelegenheit haben, Messer auszuprobieren, die ich mir wahrscheinlich selber nie kaufen würde, weil sie einfach nicht so in meinen persönlichen Messergeschmack reinpassen. Ich bin ja eher so der Typ für die kleinen, eleganteren Gentleman-Taschenmesser, und das Umnum Saan von Chris Reef ist natürlich eher jetzt das Workhorse von Chris Reef bei den Taschenmessern. Und damit hat Stefan natürlich auch ins Schwarze getroffen, denn dieses Messer hätte ich mir sicherlich nie selbst gekauft. Zum einen wegen des aufgerufenen Preises und zum anderen, weil es eben so gar nicht in die Richtung geht, die ich normalerweise präferiere. Nichtsdestotrotz muss ich aber zugeben, dass ich das bei dem Umnum Saan durchaus um ein interessantes Messer handelt, und ich bin froh, dass ich jetzt hier auf diesem Wege einmal die Gelegenheit habe, auch mal so ein Messer ausprobieren zu können. Bei diesem Umnum Saan handelt es sich um die zweite Generation, die neuere Generation mit der kleineren Achsschraube hier. Da ist ja wohl ein, ja, ich möchte es fast sagen, Streit entbrannt. Die einen finden halt das alte Umnum Saan mit der großen Achsschraube besser, andere hier das neuere. Da ich das alte jetzt selbst noch nicht ausprobiert habe, kann ich da gar nicht zu sagen. Ich weiß nur, dass es wohl beim alten Umnum Saan doch recht schmerzhaft sein konnte, hier den Framelock wieder zurückzudrücken, um die Klinge zu lösen. Das ist inzwischen wohl Vergangenheit. Chris Reef hat sich dazu durchringen lassen, hier eine leichte Erhöhung anzubringen, die es jetzt ohne Probleme möglich macht, die Klinge wieder einzuklappen. Auffällig beim Chris Reef Umnum Saan ist natürlich hier diese Fräsung in der Klinge, die das Ganze noch ein bisschen interessanter macht. Auch schön gelungen ist hier der Over-Travel Stop, also der Überdehnungsschutz mit dem Chris Reef Logo drauf. Der Pocket Clip, ebenfalls aus Titan, sitzt hier in einer Tasche und ist sehr funktional. Ist nicht so stramm, dass man ihn nicht über seinen Hosensaum bekommt, wenn man das Messer in die Tasche stecken möchte. Es bleibt noch ein guter Teil stehen, sodass man das Messer auch wieder gut aus der Tasche ziehen kann. Selbst dann, wenn man hier dieses Chris Reef Lanyard nicht angebracht hat. Ich hörte mal davon, dass Chris Reef es gerne hat, wenn man seine Messer nur über den Daumenpin öffnet, das heißt also nicht aufschnippt. Das Ganze fand ich am Anfang nicht ganz so einfach. Und zwar liegt es daran, dass man hier bei den ersten paar Versuchen ganz leicht auch auf den Frame drücken kann. Und somit natürlich es sich selber schwer macht, die Klinge aus dem Heft zu kriegen. Man muss also schon gucken, dass man seine Finger hier am besten hinter den Clip bekommt, und dann funktioniert die Öffnung auch relativ einfach. Persönlich mag ich aber auch das Aufflippen ganz gerne. Auch das funktioniert ohne Probleme. Die beiden Daumenpins hier fungieren gleichzeitig als Klingenanschlag und halten die Klinge absolut spielfrei. Für meinen Geschmack ist die
Achsschraube ein bisschen zu stark angezogen. Der Stefan hat mir aber gesagt, dass er das gerade gut findet. Er findet den Klingengang jetzt hier sehr definiert. Das Ganze hat allerdings zur Folge, dass die Klinge jetzt nicht von alleine fällt, wenn ich den Frame zur Seite drücke oder den Frame Lock zur Seite drücke. Man muss da schon ein bisschen nachhelfen und mit ein bisschen Geschüttel kriegt man die Klinge dann auch wieder ins Heft zurück. Ansonsten bleibt natürlich immer noch mal die Möglichkeit, hier mit dem Finger nachzuhelfen. Ich hatte mich am Anfang so ein bisschen gewundert, was das hier mit diesem Überstand zu bedeuten hat. Bin dann aber darauf gekommen, dass das hier wohl die Möglichkeit eines Glasbrechers eröffnet. Denn wir haben es hier natürlich mit gehärtetem Stahl zu tun und dieser Überstand sollte durchaus ausreichen, um zum Beispiel eine Autoscheibe damit einschlagen zu können, wenn man in diese Notsituation geraten sollte. Zumal der Griff hier auch lang genug ist, um das Ganze gefahrfrei durchführen zu können. Nicht wie bei anderen Messern, dass man hier schon fast auf dem Glasbrecher sitzt und die Wahrscheinlichkeit, sich dabei selbst zu verletzen, dann entsprechend hoch ist. Ich glaube, ich brauche hier gar nicht mehr allzu viel zu dem Umnumsan zu sagen. Das ist hundert, wenn nicht tausendfach auf YouTube bereits vorgestellt worden. Und ihr kennt es sicherlich alle, diese offene Konstruktion mit den Standoffs hier und die Möglichkeit, das Lanyard hier hinten anzubringen. Das heißt, man hat hier keine eigentliche Fangriemenöse, die durchgebohrt ist, sondern eben hier ein Loch in dieser Hülse, die ganz am Ende des Griffs angebracht ist. Und da kann man dann ein Lanyard durchfädeln. Eine sehr praktische Möglichkeit, wie ich finde. Das Umnumsan ist ein ausgewachsener Folder, mit Sicherheit gute 20 cm lang. Ich habe hier draußen jetzt leider kein Maßband und auch keine Waage, aber ihr seht es schon, dass ich hier Probleme habe, das Messer überhaupt in das Bild hereinzubekommen. Ich werde die Maße aber nochmal gesondert einblenden oder in der Videobeschreibung aufführen. Die Klinge des Umnumsans ist sehr schneidfreudig. Das ist in erster Linie hier dem Hohlschliff geschuldet, der es wirklich einfach macht, das Schneidgut zu teilen. Hinzu kommt, dass der Stefan die Schneide hier sehr, sehr scharf abgezogen hat. Das Messer rasiert also problemlos und hat mir jetzt in den letzten Tagen auch überhaupt keine Probleme gemacht, egal ob ich damit Holz geschnitzt habe oder Essen zubereitet habe. Es war immer eine Freude, damit zu arbeiten. Beim Stahl bin ich jetzt ebenfalls nicht hundertprozentig sicher, weil die Stahlsorte hier nicht angegeben ist auf der Klinge. Ich gehe aber mal davon aus, dass sich das um den S35 VN handelt. Ansonsten würde ich das hier jetzt nochmal einblenden. Aber die Klinge des Umnumsans ist nicht nur äußerst scharf. Sie hat auch eine sehr aufregende Form, wie ich finde. Hier mit der Delle, mit der Daumenauflage, die ein sehr präzises Arbeiten möglich macht, weil man eben den Daumen hier gut auflegen kann und dann ganz gezielt und genau arbeiten kann. Und was natürlich ganz besonders auffällig ist, ist hier die Art, wie die Spitze geformt ist. Dieser Harpunenstiel mit der falschen Schneide hier oben, die eigentlich schon fast eine echte Schneide ist. Denn ich bin sicher, dass ich hier mit dieser Kante hier oben in der Lage wäre, auch das ein oder andere zu schneiden. So scharf ist es hier oben ausgeschliffen. Dort möchte ich also nicht mit viel Druck irgendwie meine Fingerkuppe drauf drücken. Das könnte dann sehr schmerzhaft werden. Zum Abschluss nochmal mein ganz besonderer Dank an den Stefan, dass er mir diese Möglichkeit gegeben hat, ein Messer auszuprobieren, das so ganz außerhalb
meines normalen Beuteschemas liegt, das mir aber trotzdem in den letzten Tagen sehr viel Spaß gemacht hat beim Ausprobieren. Das soll es gewesen sein für diesen kurzen Eindruck zum Chris Reeve Umnum Sahn. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten würde ich mich natürlich ganz besonders freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinschaut, wenn es bei mir heißt: Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Bis dahin, tschüss.